herzlich willkommen zur Folge 48 unseres Euro Truck Simulators 2. Wir stehen kurz vor Level 18. Ich denke, das wird kein Problem, das heute zu erreichen. Und wir hatten uns ja vor zwei Tagen, hier unseren neuen LKW gekauft. Wo kann ich den angucken? Firmenmanagement. LKW-Management. Und zwar den Volvo FH. Das ist kein Klassik. Ja, 0 Kilometer in Mannheim und ich bin der Fahrer. Und unser Großtier hier, der Volvo FH 16 Classic, wird von Monika gefahren. Die haben wir letztes Mal eingestellt. Als nächstes müssen wir dann unsere Garage updaten. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie viel Kohle wir dafür brauchen. 100.000. Ja, das ist ja nicht viel. 100.000. Viel zu viel Geld. Aha, ich habe hier lauter hübsche Frauen hier, die meine LKWs fahren. Das ist sehr schön. Und jo, wir begeben uns jetzt auch mal auch mal wieder auf den Weg. Wir sind im Moment noch in Luxemburg und könnten mal ja, ich habe leider nicht so viele Langstreckendinger. Luxemburg, fahren wir doch mal das. Fahren wir doch mal hier da kurz hin. Ja, wir fahren mit dem neuen LKW. Ich möchte ihn jetzt einfach mal ein bisschen testen. Der kommt mir sehr spritzig vor, ne? Als wäre der einfach noch viel dynamischer wie der andere LKW. Muss ich da überhaupt lang? Ah ja, da vorne darf ich ja gar nicht. So, die Tina hat uns wieder 1.300 Euro verdient. Also der LKW. Hä? Gibt es hier zwei Volvo-Händler? Ah ne, ich bin ja vom Volvo-Händler raus letzte Folge und zur Arbeitsagentur. Genau, um die Monika einzustellen. Boah, eine Vollbremsung, ja. Brauch einfach ein paar Meter, bis das Auto dann steht. Wo geht nochmal das Licht an? Das war der Motor. Da auch nicht. Wir sollten Licht anhaben. Spätestens wenn es Nacht wird, sind wir glücklich darüber. Das Standlicht, das ist normal. Das ist. Ach, und ich finde es geil, die Instrumente bewegen. Oh, halt, warte, wir müssen den Auftrag erst. Die Instrumente bewegen sich mit und lauter solche Sachen. Das ist alles Scheiße. Der Auftrag ist weg. Egal. Also wir fahren kurz den Dinger zu Sandbuilders und dann sind wir zu. Wo muss er hin? LKW-Lok. Bis gleich. Also das war mal der größte Auftrag, den wir je hatten. Wir sind ganze 5 Meter über die Straße gefahren und haben den Auftrag angebracht. Ja, so ist es manchmal. Der LKW, weiß noch nicht. Der ist ein bisschen speziell.
weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Der zieht zwar mega flott weg. Aber ist dann eben auch schwer zu kontrollieren. Müssen wir einfach mal ein bisschen testen. Und dann sehen wir weiter. So, wir bringen mal ein paar Auflieger nach, von A nach B, damit die ein paar Autos transportieren oder sonstige Sachen wieder machen können. Ja, die Aufträge dürfen ja nicht ausgehen. Natürlich ist der auf LKW hier wieder ein bisschen wendiger durch die nur eine angetriebene Achse. Guck mal einfach mal, was dabei rauskommt. Wir werden jetzt die Folge mal mit dem LKW fahren. Und wenn es uns gar nicht liegt, dann wechseln wir in der nächsten Folge wieder auf den FH 16 Classic mit den 750 PS und dann sind wir wieder glücklich. So, bis nachher in Brüssel. Wir sind in Brüssel und ich habe hier eine ganz komische Anzeige. Die habt ihr hier unten zwischen dem Lenkrad, seht ihr die? Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ob das der Einsatz vom Turbolader ist, weil ich hatte ja vorhin schon überlegt, oder was schon in der letzten Folge, ob das ein Turbomotor ist. Es hört sich ein bisschen so an. Ja, und deshalb habe ich gedacht, könnte das eben die Turbo-Anzeige sein. Jetzt gucken wir mal kurz nach LKW-Händler. Volvo. Oh Gott, sorry vor Bett. Ausführung ändern. Motor EEV. 2300 Newtonmeter. Das ist kein EEV. Oder das ist eine Art Kerssystem. Ich bin mir nicht sicher. So, ich bin auch am überlegen, ob ich mir hier so ein klein bisschen einen größeren Bums reinmache. Möchtest du alle neuen Änderungen rückgängig machen? Ja. Bin ich am Überlegen. Ich muss aber nur erstmal hier checken. Aufrüstteile. Was kann ich da? Hier kann man gucken, welche. Ist ja interessant. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier mal
LKW auswählen, den hier, genau. Und jetzt aufrüsten. Okay. Dann müssen wir mal kurz in die Werkstatt in Brüssel fahren. Ja, hallo? Hallo, fahr rein! Weil ich hätte gern ein bisschen mehr Power. Wobei ich glaube, dass der LKW hier dann brutal wird. Der geht so schon ordentlich ab. Also ihr seht es ja selber, der ist so flott. Und jetzt habe ich wahrscheinlich nur ein Problem, dass ich auf der falschen Straße bin. Ah ne, passt. Passt! Haben wir nicht falsch gemacht. Alter, hat er mich gerammt. Und dann bin ich wieder schuld. Ja, okay, so fährt man auch nicht. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Na doch, ist er richtig. Ah, er ist mir voll auf die Hinterachse gefahren. Der geht so ab, der LKW. Jetzt, ja, reparieren wir den mal kurz. Und dann Motor, nee, nicht Antrieb, Motor hier. Ein bisschen zu wenig Kohle haben wir. Ja, dann machen wir noch einen Auftrag und dann werde ich den nachher noch ein bisschen aufrüsten. Würde ich mal behaupten. So, wir sind in Brüssel. In Brüssel. In Dover. Wie viel Kohle? 300. Dann machen wir 7000 Gewinn. Das ist akzeptabel. Gut, wir müssen glaube ich zur Agrikultur oder so. Der hat so viel Punch. Das muss eine Art Turbo sein. Aber vielleicht so kinetisch. Ja, so ein Kerzsystem. Weil da steht ja E. Da steht ja irgendwas mit E. Aber das Symbol sieht ein bisschen aus wie so ein Turbo-Symbol. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, bei der Beschleunigung, also wenn der Motor arbeitet, dann ist dieses Teil an. Das ist jetzt eigentlich kein Aufladesystem, so eine Batterieanzeige ist es nicht von irgendwas. Von dem her glaube ich schon, dass es so eine Art Turbo ist, wie sehr der in dem Moment beansprucht wird. Boah, fast jetzt gescheppert. So, annehmen. Gut, wir machen uns auf nach Dover. Und sehen uns dann dort wieder. Ich nehme an, es wird keinen Zwischenfall geben. Wir sind ja immer sehr optimistisch, ne?
Also, bis nachher. Mann. Die Engländer zocken mich einfach immer ab wegen den scheiß Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und vor allem, ich konnte gar nichts dafür. Der LKW hat bergrunter einfach zu schnell beschleunigt. Was kann ich dafür? Sind wir schon wieder 550 Euro ärmer. Leute! Ey, was soll denn das? Ey, ihr Kanacken, ihr! Mann, ihr kotzt mich an! Die bauen im Kreisverkehr einen Unfall, dann fahren die anderen rein. Ich komm an und... Ah. Jetzt fahr weg mit deiner Scheißkarre hier. Mann. Und ich krieg die Strafe. Ah. Ist doch zum Kotzen, ist doch das. Das ärgert mich. Das waren jetzt 1000 unnötige Euro. Die ich da hab blechen müssen. Mann. So, wenigstens ein Ding haben wir. Wir haben Level 18 erreicht. Vorhin habe ich mich gefragt, wie ich denn überhaupt auf Dings skillen kann. Auf Langstrecke, jetzt weiß ich es wieder. Ich muss ein Level aufsteigen. Okay. Gut. Das war's aber von der heutigen Folge. Euro Truck Simulator 2. Morgen schaut unbedingt rein. Morgen gibt's was Neues. Auch um 15 Uhr. Jo. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder was auch immer. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.